Guten Morgen, heute fange ich den Vlog etwas später an als sonst. Normal fange ich ja direkt morgens an, bin ungeschminkt und ungewaschen und alles so, wie man halt gerade aufsteht. Meistens nach der ersten Gassi-Runde mit Smurfy. Heute etwas später. Ich habe mich schon ein bisschen tageslichttauglich gemacht. Es ist ein wunderschöner Tag heute. Die Sonne scheint und wir haben bis zu 22 Grad angesagt. Ich freue mich richtig doll. Dann kann ich weiter im Garten arbeiten. Wir können uns in die Sonne legen und das Wetter genießen, jetzt wo wir ja alle so viel Zeit haben. Es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge, dass wir halt nicht arbeiten können, halt kein Geld verdienen können, aber wir können die Zeit super schön als Familie nutzen. Ja, ich nehme euch wie gewohnt mit durch meinen Alltag. Wir werden heute Pizza backen. Ich hatte schon überlegt, dass wir uns so einen Schamottstein holen für die Pizza. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Halt so ein Stein, wo man Steinofenpizza drauf machen kann. Wir hatten uns nämlich eine Feuerstelle für den Garten geholt. Die zeige ich euch nachher. Und da habe ich überlegt, vielleicht könnte man den Pizzastein da drauflegen, die Pizza belegen, jeder so wie er möchte und dann halt auf dieser Feuerstelle quasi die Pizza brutzeln lassen, dass man so Open-Air-Pizza machen kann. Das wäre auch cool, weil wir ja leider nicht so einen Pizzaofen im Garten haben. Das habe ich schon mal gesehen, das ist richtig toll, aber der Aufwand lohnt sich jetzt nicht, bei uns einen Pizzaofen zu mauern oder mauern zu lassen. Deswegen würde ich das gerne mit so einem Schamottstein probieren. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, falls ihr da Erfahrungen mit habt. Gestern ist meine Lieferung gekommen. Ich hatte in der Online-Apotheke bestellt und zwar ist das ein Zeckenhalsband für Hunde. Das ist jetzt das Seresto, das hat der Smurfy schon seit letztem Jahr, trägt er das und er hatte, seitdem er das hat, eine Zecke. Gut, wir sind jetzt auch erst am Anfang der Zeckensaison, aber diese Zecke war dann halt schon tot. Also es tötet alles ab, es ist gegen Haarlinge, das steht ja auch hier alles gegen was es ist. Und ja, das hat sehr gute Bewertung und ich bestelle das online, weil das ist recht teuer. Ich glaube, das kostet 58 Euro, wenn man es normal kauft. Und online bezahlen wir da jetzt 44 Euro, also es ist etwas günstiger. Das ist in der Online-Apotheke Besamex. Ich zeige euch das. Die ist das. Also wenn ihr das schauen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ich habe es selber bezahlt, ist jetzt keine Werbung, ist nur, falls ich gefragt werde und ihr das schauen möchtet, bei Besamex gibt es die günstiger, die Halsbänder. Ich habe mir jetzt ein zweites Frühstück gemacht. Ich hatte ja schon den Shake heute Morgen und der war echt groß, aber jetzt habe ich doch wieder Hunger. Ich habe mir ein bisschen Rohkost gemacht, Paprika, Gurke und Tomate. Und hier habe ich mir Brot gemacht mit Salami und Frischkäseersatz und Salat. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Musstest du die jagen? Er genießt das richtig, der Smurfy. Es ist so schön hier. Der Ausblick. Wahnsinn. Es sind sehr viele Menschen am Kanal, aber sie halten so ziemlich alle den Abstand ein, den man einhalten soll. Alle ganz brav. Zum ersten Mal wieder diese, wie heißen sie, Chucks an, weil er jetzt schon so warm ist. Wir haben ja, ich glaube, 25 Grad und das tut richtig gut, mal nicht in Gummi- oder Winterstiefeln zu laufen. Ich bin jetzt gerade eben nach Hause gekommen und schaut mal, der Hund ist direkt trinken gegangen und dann hat er sich sofort hingelegt. Der ist so platt jetzt. Ich bereite jetzt schon mal den Pizzateig vor. Da ist jetzt Mehl, Hefe, Wasser, Zucker drin und ein Esslöffel Salz. Also 500 Gramm Mehl, ja. Und das reicht dann immer so für uns drei, für jeden eine große Pizza und wir belegen uns die mit großer Vielfalt. Wir sind da sehr einfallsreich, was wir auf die Pizza machen, auch Nudeln. Probiert das mal aus, das ist richtig lecker. Nudeln auf Pizza, egal ob Spaghetti, Tortellinis. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt bei uns. Soße Hollandaise, alles Mögliche. Also wir sind da sehr einfallsreich und Pizza geht bei uns immer. Am liebsten natürlich die selbstgemachte. Und da wir alle sehr viel Zeit haben zurzeit, gibt es Pizza. Und das wird immer groß
zelebriert bei uns. So, meine Lieben, wir machen jetzt kurz den Mikrofontest. Ihr sagt mir, ob der Ton besser ist. Im Moment ist es ohne Mikrofon. Wir machen den direkten Vergleich. Und das ist das kleine super Mikrofon. Ihr wisst, ich filme mit dem Handy immer, weil es einfach viel einfacher ist. Da kann ich direkt die Videos bearbeiten und schneiden. Aber der Ton, der geht mir so auf den Keks. Ich hasse das. Ich muss den immer auf volle Pulle hochdrehen. Und dann hört man so viele störende Geräusche. Und ich hoffe, dass es hiermit besser wird. Wir machen den, wie gesagt, direkten Vergleich. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie euch der Ton hiermit gefällt. So, das Mikrofon ist jetzt drin. Ich hoffe, es funktioniert und man hört einen Unterschied. Wie gesagt, schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Ja. Soll Frauchen dir ein Würstchen rausholen, Smurfy? Ein Eiswürstchen? Ich gehe eben. Passt du auf, mein Eis auf? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, zwei sagt er. Ich bin eben drin, die Wurst holen. Der Staubsauger saugt in der Zeit. Und das ist so eine Wurst, die hat Smurfy zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und wir haben die, das ist so eine Hundewurst, und wir haben die in Scheiben geschnitten und eingefroren. Weil das halt so voll viel ist, das kann man gar nicht so schnell aufessen. Also der Hund, also könnte er schon, durfte aber nicht. Ich suche die mal eben raus, die Wurst. Also das ist ein bisschen groß, das Stück. Ich hatte das nicht klein geschnitten, bevor ich es eingefroren habe. Deswegen taue ich das jetzt auf und dann gibt es das morgen oder so. Dann schneide ich das erst in Scheiben. Aber ich habe noch etwas. Ich habe hier noch so ein Stück Pansen eingefroren. Na, liege ich da ganz entspannt bei dir? Smurfy, ich habe was für dich. Grünen Pansen. Eingefroren. Oh, ich glaube, das fällt mir jetzt runter. Ja, sicher. Legst du mal ein Eis an und dann haust du ab. Hier, das sind jetzt das Essen, bitte. Nee, sagt er. Jetzt hat er schon den Pansen erahnt. Warte. Schön, dass ich sehe, bitte, ja? Warte. Okay. Okay. Ein Hundeeis. Du bist jetzt ganz erschöpft. Du bist jetzt, du riechst so lecker nach Pansen. Pansenküsse. Oh, du bist so erschöpft. Schlau. Hier ist die Feuerstelle. Die haben wir schon zweimal benutzt. Es ist richtig gemütlich, da dran zu sitzen. Und hier habe ich gestern Salatherzen eingepflanzt. Die habe ich letztes Jahr schon vorgezogen. Die standen den ganzen Winter draußen und leben immer noch. Und ich dachte, ich versuche es mal, ob die hier angehen. Oh. Das Wandelröschen scheint auch die Umtopfung überlebt zu haben. Ja, klar. Das ist ja aerodynamische Wasser. Wir wollten jetzt Pizza machen. Der Pizzateig ist schon richtig schön aufgegangen, aber vorher ganz wichtig, den Ofen vorheizen. Ich mache den immer auf volle Pulle. Dann geht die Pizza ganz schnell auf und wird schön knusprig. Und wir haben uns jetzt auch einen Pizzastein bestellt. Den zeige ich euch dann, wenn er kommt. So, hier ist der Pizzateig. 500 Gramm waren das ja. Der ist jetzt richtig schön aufgegangen. Das ergibt gleich für uns drei Pizzen. Die Bleche habe ich gerade einmal abgeputzt. Das ist ja hier dieses mehrfach verwendbare Backpapier. Deswegen sieht das schon so ein bisschen komisch aus. Aber es ist sauber. Ich habe es abgeputzt.
zeige euch die jetzt extra, bevor ich da den Käse drauf mache, weil dann erkennt man ja nichts mehr. Ich würde sagen, das ist eine schöne, darf man das sagen, perverse Pizza. Da ist halt Pilze, Paprika, Ananas, Banane, Knoblauch, Zwiebeln, hier diese milden Peperoni sind da drauf. Was habe ich noch? Tomatensoße. Ja, und das Ganze wird als Calzone gleich gebacken. Und das ist sie fertig. Sie sieht sehr lecker aus und die lasse ich mir jetzt schmecken. Jetzt ist das Licht weg, die Sonne ist jetzt in Hamburg. Ja, erzähl. Gut. Ich hätte ja nichts zu erzählen, ich bin nicht fotogen, kriege ich immer zu hören. Hast du gar nicht immer zu hören? Ich bin nicht der Star in deiner Serie. Doch, du bist der geheime Superstar. Nein, der geheime Superstar ist Eddie the Smurf. The Beagle, the Beagle. Ja, eigentlich wollte ich mich nur noch verabschieden von euch. Wir machen gerade den Abendspaziergang und... Also ist Murphy mit uns im Abendspaziergang. Ja, Murphy führt uns aus, genau. Danke. Und dann geht es gleich eigentlich nur noch nach Hause, ne? Ja, unser Abendprogramm. Und das zweite Abendessen. Das zweite nach der Pizza? Ja, nach dem Abendessen, das zweite Abendessen. Ja, da wissen wir noch nicht was. Gucken, vielleicht fahre ich gleich zur Eisdiele noch, die Falle. Ja. Ein leckeres Mango-Eis oder so. Ja. Nehmen wir das Vegane da. Bei uns haben die Eisdielen, was heißt wieder geöffnet, die haben halt einen Abhol- und Lieferservice. Ja. Ja. Die haben aber auch vegane Schokolade und sowas. Schmeckt aber nicht. Das stimmt. Das ist ein bisschen wie Arsch. Ja. Nicht, dass ich wüsste, wie Arsch bin, aber so stelle ich es mir vor. Okay. Dann wünschen wir euch allen einen schönen Abend oder Tag und bedanken uns fürs Zuschauen und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wolltest du noch winken?